Also die erste Jahr war schon okay. Eltern sind noch schüchtern. Also von dem her, ich habe erwartet ein bisschen mehr Anrufe und so mehr Nachfragen von Eltern, wie das war, wie, wo, was läuft. Aber okay, für dieses erste Jahr habe ich ein paar Kinder Nachhilfe gegeben, aus Mathe zum Beispiel geholfen und dann für ein paar Eltern dolmetschen. So, das war schon okay. Für Anfang ist gut. Ich habe das Gefühl, dass die Eltern, denen mitgeteilt wurde, dass es Elternmentoren an der Schule gibt, beruhigt waren, dass es Elternmentoren gibt. Im Falle eines Falles könnte man die ja ansprechen, aber große Fälle habe ich jetzt nicht gehabt. Also bis jetzt war es ganz ruhig eigentlich. Ich habe bloß ein paar Mal Anrufe bekommen um Beratung, aber sonst bis jetzt habe ich keinen Fall gehabt so richtig. Ja, einen Fall hatte ich. Da hat mich die Lehrerin angerufen und hat dann gefragt, es wäre ein Fall in ihrer Klasse, ob ich an dem Fall mitmachen würde und ob ich bei dem Gespräch dabei sein möchte. Und ich habe dann ja gesagt, ja. Also ich habe letztes Jahr bekommen einen Anruf von Eltern. Die sind frisch gekommen aus Ex-Jugoslawien und die haben Sprachprobleme gehabt. Und die haben einen Sohn, der hier in Hauptschule geht. Der hat ein bisschen Schwierigkeiten in Mathe, Deutsch, also allgemein ein bisschen Schwierigkeiten wegen Sprachkenntnisse. Und da habe ich ihm Hilfe angeboten aus Mathe. Und da hat er sich deutlich verbessert gut, wir haben ein paar Monate schon geübt, aber der hat sich deutlich verbessert. Und jetzt geht ihm ganz gut und er hat ein bisschen die Sprache, nicht ein bisschen, der spricht ganz ordentlich Deutsch. Und besser als ich jetzt. Also ich habe oder bin teilweise noch Jugendbegleiter in der Lengfeldschule. Das heißt, ich war jeden Mittag da. Eltern haben mich gesehen und ich glaube, es waren mehrere Fälle, also die Eltern kamen, es hat sich im Gespräch ergeben einfach. Was passiert mit den Kindern nach der vierten Klasse? Wann kommen diese Empfehlungsgespräche? Wie läuft es jetzt ab? Die Empfehlung, die verbindliche Empfehlung, die man schriftlich bekommen hat, gibt es ja nicht mehr. Kann ich denn mein Kind, wenn das schlechte Noten hat, trotzdem auf dem Gymnasium anmelden? Und die beratende Tätigkeit war eher so. Es ging um einen Schüler, hatte Probleme beim Lesen, Rechnen und er ist oft spät in die Schule gekommen. Und da wollte man wissen, warum das so ist, was dahinter steckt. Und dann nachher, wie ist dann dieses Gespräch abgelaufen? Wie muss man sich das dann vorstellen? Haben Sie dann alle in einer großen Runde mit den Eltern zusammengesessen oder gab es vorher noch Telefonate? Was ist da gelaufen? Ja, es gab noch ein Telefonat. Ich habe mich noch bei der Mama gemeldet und habe mich dann noch erkundigt vorher, warum jetzt das so war. Und wir hatten dann ein Gespräch. Der Rektor war da, die Klassenlehrerin, Vater, Mama und ich war dann noch dabei. Und wie hat sich dann das Problem gelöst? Also Sie haben dann ja alle gemeinsam gesessen, um dem Kind zu helfen in der Schule. Konnten Sie dann tatsächlich auch dem Kind helfen? Ich hoffe ja. Es ist nicht lange her, es ist jetzt 2-3 Monate her. Die Mutter hat von uns, also von der Lehrerin und von mir ein paar Tipps bekommen, auf was sie achten kann, wie sie das besser machen kann, damit ihr Sohn besser lesen und rechnen kann. Und Sie haben da nicht nur als Beraterin dabei gesessen, sondern haben dann auch gedolmetscht? Oder welche Funktion hatten Sie ganz konkret in dem Gespräch? Ja, gedolmetscht habe ich auch ein bisschen, weil die Mutter nicht so gut Deutsch konnte und der Vater gar kein Deutsch konnte. Wir haben uns immer wieder mal auf Türkisch und auf Deutsch immer wieder unterhalten. Ich habe auch immer wieder mal übersetzen müssen. Hatten Sie das Gefühl, dass die Eltern dankbar dafür waren, dass dieser Service angeboten wird? Ich denke schon, sie war nicht alleine und es war ja auch so Vermittlung zwischen Lehrer und Eltern. Ich denke schon, ja. Warum glauben Sie, haben die Leute sich bei Ihnen gemeldet, gerade weil Sie wirklich als Elternmentorin da sind oder weil Sie einfach Sie kennen, bekannt sind? Ja, die haben gehört, dass ich Elternmentorin bin und sind auch Bekannte von mir. Deswegen, ja. Also es hat schon so den Leuten geholfen, den Hörer in die Hand zu nehmen. Auf jeden Fall. Wir sind eine von euch. Wir sind auch Eltern und wir bieten Eltern für Elternhilfe. Und da gibt es nichts Besseres und kein besseres Angebot von jemandem, weil sie auf dem gleichen Level sind. Und wir sind halt Eltern. Und das ist einfach viel näher als zum Beispiel
Also wir begleiten die Eltern und wir zeigen den richtigen Weg, wo die am besten Ergebnisse bekommen, was sie brauchen, wo sollen die hingehen. Ich denke, dass wir schon da richtig geschult sind und ich hoffe, dass wir weiterhelfen können. Was würden Sie den Eltern sagen, die momentan noch so ein bisschen Hemmungen haben zu kommen und um Hilfe zu bitten? Was würden Sie denen mit auf den Weg geben? Traut euch, tut alles für euer Kind, würde ich jetzt spontan mal sagen. Also wenn mein Kind Schwierigkeiten hat, setze ich alles in Bewegung, damit ich dieses Problem lösen kann, auf jeden Fall. Sie können ja zuerst mal bei Ihren Elternmentoren anrufen und mal Ihren Problem oder mal fragen, was man da machen kann, ob man jetzt mit der Lehrerin sich unterhalten soll oder wie man das Problem lösen kann, vielleicht um Rat bitten, das wäre eine Möglichkeit, oder mal einfach eine Person, wo man dann sich unterhalten kann über diese Probleme dann. Also Sie sollen sich überhaupt nicht scheuen und sich bei uns melden. Wir sind für alle Eltern da, egal aus welchem Land, auch für deutsche Eltern sind wir da. Also wir freuen uns, wenn man uns um die Hilfe bittet. Mhm.